Ja, manche Leute heute zum Feiertag, zum Männertag, die saufen sich die Rühe voll und ich gehe ein bisschen wandern wieder. Ich bin heute in Eibau und da ist oben auf dem Berg, weiß nicht, ob man es sieht, so, da oben ein Kettensägen-Massaker, sage ich mal. Da ist so Kettensägen-Schnitzen und das will ich mir einfach mal angucken. Das sind so die Weltmeister da und diverse andere Leute aus vielen anderen Ländern. Und ich denke mal, das wird recht interessant, aber was mich ein bisschen ärgert oder nicht ärgert, ist jetzt der lange Weg. Hier ist der Parkplatz, wo mein Tuff-Tuff jetzt steht. Und ich muss eben da hoch auf den Berg, aber macht ja nichts. Das Wetter ist heute richtig schön zum Wandern. Nicht zu warm, nicht zu kalt, bisschen windig. Drohne habe ich auch mit, aber bei dem vielen Wind will ich sie nicht fliegen lassen. Das macht sie nicht mit. Naja, muss man sehen. Und da laufen wir eben mal, denke ich mal, 20 Minuten bin ich oben. No, ansonsten wird das schon schön werden. Dann gucken wir mal. Und so ab 13 Uhr, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, machen die dann so auf Zeit so Figuren schnitzen mit Kettensäge. Und das finde ich bestimmt sehr interessant. Aber das werden wir dann sehen, wie alles läuft, wenn ich erstmal ankomme da oben. Ach, mein Bauch hat schon ein bisschen rumgeknurrt wieder, heute früh auch. Wie das so ist, wenn man irgendwo hingeht, ist irgendwas. Aber nicht so schlimm. Man sagt ja immer nicht so rumjammern. Muss mal durch jetzt als Lurch. Wird schon. So, ich mache mal wieder aus die Kamera. Ihr wisst, wegen Strömlinge. Ich habe zwar alles eingepackt heute. Ich habe heute auch mal ein Fotoapparat mit. Sämtliche Kameras mit. Stativ wollte ich auch noch mitnehmen, aber da habe ich noch keinen, wie sagt man, so einen Stativrucksack, wo man sich das Ding über die Schulter packen kann. Und mein Alu-Stativ, das ist auch ein bisschen schwer und das mit der Hand hochschleppen muss nicht sein. Muss ich mal sehen. Heute geht's ja. Ich habe ja noch nichts getrunken. Ich zitter noch nicht so. Und da hoffe ich ja, dass die Videos relativ gut werden. Gut, mache ich erstmal wieder aus hier und mache dann oben wieder an. Und quäl mich erstmal hoch auf den Berg. Ich wollte auch erst hier am Straßenrand parken. Da waren ab und zu mal ein paar Lücken frei hier. Ist auch noch eine frei, aber man weiß ja nie. Dann kommt mal wieder das Auto verschwunden und zahlt einen Haufen Geld. Und da ist der Parkplatz hinten. Zehnmal sicherer. So, ich bin bald da. Man hört schon die Kettensägen rasseln. Ja, gucken wir mal. Bin gespannt. Ist gar nicht so weit, wie ich dachte. Noch nicht mal 20 Minuten. Aber ich renne ja, ich laufe ja nicht. Ich renne ja mehr, wie ich laufe. Und da bin ich schneller oben, wie ich dachte. Aber gucken wir mal. So, Polizei ist auch da, die ja für Ordnung sorgen. Was ich noch gut finde, hinten das alte Gebäude. Sieht schön aus. Ich habe extra noch mein Mützchen aufgesetzt. Wegen, ihr wisst ja, UV verblödet, wenn es zu viel auf dem Kopf scheint. Aber ich glaube, ich setze die ab. Muss mal sehen, wie stark der Wind ist. Nicht, dass er mir wegfliegt. Ui, Privatgrundstück. Hat bestimmt mal einer gekauft. Dann hatten die Knete gefehlt zum Renovieren. Ein schönes altes Gebäude. Kann man echt nie meckern. Gefällt mir. Gut. Und darum muss ich jetzt. Aber ich muss mal gucken, ob ich die Kamera richtig eingestellt habe. Aber ich denke schon. Meistens ist ja immer so, wenn du irgendwas machst, am Tag vorher denkst du alles Paletti und dann stimmt die Hälfte wieder nicht. Gut, kraxeln wir erstmal hoch. Heute ist ja der erste Tag, wo das ist. Es geht, glaube ich, morgen noch und übermorgen noch, glaube ich. 3 Tage, wenn ich richtig informiert bin. Es standen auch keine großen Infos drin. Ich habe bloß übers Radio gehört. Auf Arbeit und bei Facebook stand ein bisschen was. Aber ansonsten hatte ich keine Infos. Und da dachte ich einfach mal, gehst du her. Ja, es windet ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran ans Mikro. Man hätte jetzt hier auch einen Parkplatz machen können. Aber wahrscheinlich ist das so wegen Öko und ihr kennt das ja. Energiekrise und das bla bla bla. Was mich mittlerweile sowas von ankreuzt. Erstmal ist Corona. Jetzt ist es der Mist. Aber da hätte man ja schön einen Parkplatz gehabt. Und nicht so weit laufen. Aber ich bin gleich oben.
Ah, vorne ist ein Eintritt. Muss mal gucken. Glaube ich, 3 Euros waren es. Irgend sowas. Oh. Bin ich gar nicht mal gewohnt, so einen Berg hoch zu kraxeln. Strengt mich jetzt schwer ein. Ich muss mal ein bisschen langsamer machen. Oh. Oh. Ja, so sieht das erstmal aus, das Rohmaterial. Dann wird das geschnitzt und gesägt, bis es gut ist. Ja, ich denke mal, es ist ein Haufen Arbeit. Ja, ist doch besser, dass ich meine Mütze abgesetzt habe. Es fliegt so bloß weg hier oben. Ja, die sind überall her. Hier, der ist jetzt aus Ecuador. Ja, international. Und eine Top-Aussicht hier oben. Geil. Also das ist immer beim Alten. Ach doch, das kommt von der Hose. Ach, das kommt von der Hose. Alle machen ja.
Warte, komm mal her. Thank you.
So, alles fertig gesägt jetzt. Die Zeit ist vorbei und die Sachen hoffentlich fertig. Alles gut, ja, ist ja dann in den Fragen jetzt halt.
Und dann aufpassen, ne? Da will ich alles mitnehmen. Das ist auch. Es ist einfach steigen. Schwimmen tut es auch nicht mehr. Das hat die Natur so schön hingekriegt. Ne? Ja. Jetzt haben wir nicht alles vollgestopft.
Make-up jetzt. Make-up? Nee, dann macht es bloß nicht schön. Okay. Ich sag bloß Make-up. Ja, damit genau, schön das aussieht. Haben wir erst schon gesagt. Aber es wird auch einen anderen Grund haben, oder? Ja, das ist bloß von der Optik her. Das ist bloß optisch, okay. Dürfen die das jetzt noch, weil das Modell ja eigentlich die Zeit ist ja abgenommen? Ich sag mal, was keiner weiß. Okay, wir haben das gesehen, gut. Sieht schön aus. Ja, ja, und dieses Filigrane, dieses Zarte, dass das nicht weg.